Eigentlich schon. Achso, ja, ich habe schon eingemacht. Aber du kannst auch, da unten rechts sind ja Symbole. Auch dieses Port-Symbol, da unten ist ein Ausrufezeichen. Da steht auch die aktuelle Quest. Bei dem Ausrufezeichen? Ja, wenn du draufklickst. Was hast du da? Ah, hier. Next we need to get you some armor. Working with material requires an anvil, but before you can craft one, you'll need to melt some iron ore. Obtain two... Ah, ich muss noch zwei Iron Ore machen. Ah, das musst du erstmal noch schmelzen. Soweit bin ich noch hinten. Haben wir möglicherweise noch Iron Ore im Häusel? Ja, es sollte in der Truhe sein. Dann habe ich das wahrscheinlich vorhin verpennt. Das wirst du dann wohl schon gemacht haben. Ich habe es einfach verhuddelt, ich alter Dödel. Es kann sein, dass das genau, dass du da jetzt noch... Ah, ich habe ganz viel Iron Ore gefunden. Okay, passt. Deswegen hast du wahrscheinlich auch die Rüstung. Hast du dir vielleicht einfach eine gecraftet? Oder eine geschenkt bekommen? Nee, vorhin geschenkt bekommen als Questbelohnung. Viel mehr, glaube ich, ja. Alter, jetzt greift mich wieder Viech an mit Gülle-Scheiße. Mit Gülle-Scheiße. Der kackt, das ist ein Vogel, der Säure kackt. Der säurekackende Kackvogel. Das ist ein Sauer-Kackvogel. Like Sarah Connor. Like Sarah Connor. I love this shit. Na na na, bop. Na na na, bop. Bin immer wieder auf die Jagd, weißt du? I'm just jagging some figures. Ja. Muss jetzt abhauen, dieses Drecksvieh. Ja. Okay, dann werde ich hier mal unten openen. Ich dachte, man kann da was craften für Vertikalzugänge. Ich schau mal kurz nach. Es müsste hier irgendwo dabei sein. Listiger Lurch. Du listiger Lurch, du. Schau, dieser Kackvogel. Oh, jetzt ist es dunkel. Nein. Ich will doch nur Bäume schnappen. Hier irgendwo waren diese ganzen Zugänge. Ich suchte jetzt gerade, wo waren die noch einmal? Fragezeichen? Nein. Echt fett, dass man keinen Fallschaden bekommt. Ach du Kacke, ist ja alles voll mit Viechern. Nee, bevor ich zu der Verrecke mein ganzes Geld verliere. Nett, also was uns nicht fehlt, ist Chopbar. Das ist so ein leicht rötlicher Stein. Ich glaube, der fehlt uns noch komplett. Den müssten wir noch machen. Okay. Was sind das? Wooding Blinds. Das ist eine Mischung zwischen Glas und Holz. Auch so ein spezieller, ich glaube, das vielleicht ist kleine so ein Fenster? Schöner Stein. Snowball. Sag mal, ich finde gerade echt die Türen nicht. Ah, hier. Wooden Gate, Wooden Door. Stell dir vor, ich komme runter ins Haus mit. Ich habe drei Viecher dabei. Ich weiß nicht, so wie es aussieht, rennen die mir. Oh, die rennen mir bis nach unten mit. Ich habe keinen Fallschaden bekommen. Ach du Scheiße. Echt? Ah, bekommen wir ja noch Fallschaden. Wenn es zu so krass wird, glaube ich. Vorsicht, ich komme runter. Und die Scheißviecher sind dabei. Oh. Lauf. Die können nicht hoch. Hüpfen. Sind sie eingefangen? Eingesperrt? Eingefangen. Bin gleich voll, dann schlachte ich sie. Na, jetzt. Das Gute ist, irgendwie meine Axt hat so ein Ding im Schaden, dass die voll weit wegfliegen, wenn ich die treffe. Okay, sind weg. Unten ist eine Münze, ne? Im Eck. Oh. Dankeschön. Ja, ich brauche noch irgendwie Geld für die Mission. Ne, Geld für dieses Ding, wenn man es baut oder so. Irgendwie. Wo ist unser Ofen? Der fehlt auch noch hier unten, ne? Der Ofen setze ich jetzt direkt nebendran. Ich baue das hier noch schnell ab. Was musst du als nächstes machen? Oh, Vorsicht. Oh. Ist tot. Ich brauche den Ofen jetzt dann gleich, um Ding zu machen. Mhm. Gut, okay, dann werde ich den jetzt nochmal hinplatzieren. Schon mal kurz, wo ich den hingestellt habe als letztes. Ich habe hier noch so viel Kram rumliegen. Achso, der Ofen habe ich unten hingesetzt, haben wir aber nicht mehr mitgenommen. Da mache ich halt jetzt schnell einen neuen. Moment, da unten liegt, da ist noch einer drin hier. Achso, okay, dann. Hier oder hier? Irgendwo ist einer drin. Da. Bein. Wo soll der hinkommen? Einfach hier irgendwo nebendran, oder? Ich habe mir gedacht, die Plattform ist so generell unsere Werkstatt. Vorsicht. Das ist ein Homongolo-fähig. Das will uns einfach ärgern da oben. Ja. Er will uns auf den Sack gehen. Vielleicht sollten wir mit dem Bogen penetrieren.
Ah, jetzt ist er weg. Jetzt hat er meinen Bogen gesehen. Hat das Weite gesucht. Jetzt habe ich auch. Good job. You'll need a whole bunch of iron bars to craft an anvil. So. Your ship's engine isn't yet strong enough to take you beyond the Alpha Sector. Das, was du vorhin vorgelesen hast. Genau, ja. Ey, scheiß Viecher. Wir kommen gar nicht mehr raus hier, kann das sein? Naja, das muss noch erweitert werden. Viecher, wie die rumfurzen immer. Das sind diese Furzviecher. Ich muss gerade so testen, wie das Ding hier funktioniert, was es macht. Hä, was ist denn das für eine Minitür? Das ist ja lächerlich. Guck mal. Aber sie blockt, oder? Wenn man sie nicht offen hat. Ja. Ja, wie so ein Fansgate. Ah, das ist wahrscheinlich ein Fansgate, weil das ist direkt neben den Fans-Kram. Ja. Gut, dann baue ich das jetzt erstmal ab, weil ich wollte jetzt nur mal testen, was das generell macht. Ich hätte gerne so einen Zugang, weißt du, wo nach unten auf und zu geht. Irgendwie. Ich habe gehofft, das gibt's. Also eine Trapdoor. Schauen wir noch mal kurz drüber. Lass hier mal diesen kleinen Fluss auch abfließen, runter in die, einfach in die Höhle. Aber warum es auch Eisentüren gibt, das frage ich mich jetzt gerade. Was, warum es die auch gibt oder wo es die gibt? Was ist denn das hier? Spinner. A device for spinning from wool. Irgendwie Wolle, um Wolle zu spinnen. Geil, Spinnrad. Was ist das? Climbing Rope? Brauchen wir nicht. Naja, gut, okay. Das heißt, uns fehlt im Prinzip wirklich nur noch dieses eine Scheißding hier. Dieses Chopper Ball. 10 Stück brauchen wir davon. Pixels hätten wir genug. Wood Planks bräuchten wir auch noch. Also insgesamt 100 Stück. Ich habe jetzt 19. Kann aber noch ein paar Hiltes umwandeln. Was fehlt uns? Chopper? Chopper, ja. Hast du davon was? Oder ist was in der Kiste drin? Ja. Achso, Moment, ich muss ja in meinen Rucksack gucken. Ne, aber da habe ich keinen Chopper drin. Ich habe ziemlich viel Chopper gemacht. Das müsste eigentlich ganz. Chopper. Fickelifuck. Hier, in der kleinen Ding. Ach, in der kleinen, stimmt. Copper Ore. Ich brenn's mal. Genau, brenn es gleich mal. Und Eisen, alles was an Eisen vielleicht noch da ist, auch mal kurz brennen. Okay, Copper brennt jetzt. Ich geh mal runter und hol noch mehr von dem Zeug hier, was ich brauche zum Bauen. Jo. Ah, Kohle natürlich nicht. Brenn jetzt ein bisschen Kohle, nicht? So. Also wir haben 4 Iron Bars, 9 Copper Bars, aber Silber fehlt uns anscheinend. Man braucht auch Silber, ne, für das Ding. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, oder? Silber? Brauchen wir auch Silber? Ich weiß gar nicht. Ich weiß Guck gar nicht, nach, ich glaube, man braucht kein Silber. Man braucht nur Chopper, Eisen und der Rest ist so Standardkram, soweit ich mich erinnern kann. I'm gonna cack. Da muss ich an den Table. Und zwar, wir brauchen Silver, Copper, Iron. Ja, wir brauchen auch Silber, 2 Silber. Okay. Also gestern haben wir ich habe ziemlich schnell was gefunden. Das kann natürlich nur Zufall sein, dass da gerade was in der Nähe war. Aber findet man halt auch so in der Erde. Vielleicht müssen wir wieder links in die Höhle rein. Wir haben doch hier in der Forschungsstation dieses Gate reingemacht. Da könnten wir eigentlich wieder rein und ein bisschen buddeln. Oder ich gehe kurz rein, ich meine, das ist ein bisschen Silber. Ich gehe jetzt hoch, achso, es ist immer noch Nacht. Weil mich interessiert einfach, wie die Quest weitergeht. Weißt du, wo wir den Planeten jetzt verlassen müssen oder was da jetzt genau passiert? Oh, ich merke gerade, ich muss ein bisschen Bandagen zu mir nehmen. Das sind einfach zwei Idioten, die Bandagen essen. Die lecker. Bandagen sind so gut. I love these bandages. Hier habe ich noch ein bisschen Leder, zack. 13 Fleisch. Das brenne ich mal komplett. Wir haben kein Lagerfeuer mehr, kann das sein? Oh, habe ich das auch? Das kann sein, dass es noch bei mir irgendwo ist. Ja, scheiße, ist bei mir. Sorry. Ich nehme es gleich sofort mit. Okay. Mach mal aus der Hälfte unserer Plant Fibers mache ich ganz viele Sachen, die wir essen können. Du weißt schon. Bondages. Du kannst übrigens auch mehrere auf einmal herstellen mit einem Klick, ne? Du kannst unten einstellen, wie viel. Ich habe jetzt einfach mal so viel gemacht. Und zwar 8 in dem Fall. Ist nicht viel, aber mehr geht nicht.
So. So ein Ding nehme ich auch mal mit, so eine coole Tür. Hast du deine fette Axt weggelegt? Deine Kampfaxt? Nee, ich hab die noch. Ich hab geil, die bei mir. Hier ist noch einer. Schau mal kurz, was ich hier jetzt hab. Geht mich mal kurz ins Bettchen, so. Cobblestone, 26 Wall Panel, Steel. Hier 77 Modern. Steel Platform. Okay. Kurz gucken, wie viel ich von diesem Steel-Kram hab. Weil ich weiß jetzt gerade nicht genau, was ich abbaue. Strong Steel Platforms. Ich glaube, das ist das hier. Jetzt baue ich das mal ab. Ach, scheiße. Wie viel hatte ich jetzt davon? 12 Stück. Gucken, ob ich jetzt mehr habe. Brauche ich jetzt mehr, Dagobert? Ich muss das jetzt mal kurz abbauen. So. Und jetzt habe ich Steel Platform. Immer noch 12 Stück. Das heißt, ich baue hier gerade was anderes ab. Stone. 77. Wall Panel. Dann könnte es natürlich auch Wall Panel sein. Wall Panel. 30 Stück. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, diese Wall Panels. Man muss sie ja nicht doppelt verlegen, man kann ja auch einfach nehmen und dann verbraucht es gar nicht mal so viel. 34 Stück, ja, das sind die. Iron Bar. Wall Panel? Wall Panel, ja. Die sind weiß, oder? Die sind ziemlich weiß, ja. Bei mir, da steht zwar dabei, a colorful Wall Panel, aber ja, hier sehe ich es gerade. Davon habe ich auch 18 Stück und dann habe ich hier noch Pressurized Steel. Da habe ich nochmal 34. Und ich habe 27 Glas. Is it because I'm cool? Maybe. Okay, ich komme mal hoch. Ich glaube, ich mache das hier. Ich hole dieses colorful wall panel mit, wenn ich eine Eisenaxt habe, weil dann geht es einfach viel schneller hier, diese Farmerei. Hab schon wieder Hunger. Herrlich. Und. Heute gerade. Drei Viecher gekillt. Ja. Kleines Bettchen erstmal. Ja, da kommt schon wieder eins, wollte mich verarschen. Erstmal heilen. Dann kill ich das nächste. Komm her, Tierchen, komm her. Bam! Bam! Ja, tot. Reiß ich noch eine Bandage? Nee, ich geh lieber ins Bettchen. So, ich komme jetzt auch mal hoch. Ihr müsst jetzt genug dabei haben, um hier erstmal weiter zu bauen. Okay. Ist das gerade im Ofen, was da gerade brennen muss? Das Chopper? Ich hab schon wieder rausgeholt, glaube ich. Also ist alles fertig. Du kannst aber noch kurz reingucken, vielleicht ist noch was drin. Vielleicht ist noch Eisen drin. Nee, ist nichts mehr drin, okay. Guck mal kurz unten in die Kisten. Ich mache in die kleine Truhe noch den ganzen Rest, den ich jetzt gebrannt habe. So, also wir haben jetzt 21 Eisen, 42 Kohle und 9 Copper. Sonst noch nicht. Also uns fehlt noch Silber. Was war es noch? Silber nur. Silber, ja. Da müssen wir nochmal kurz in die Höhle gehen, ein bisschen was holen. Ich sortiere hier gerade meinen Kram ein. Ich habe jetzt so ein bisschen Forschungszeug mitgenommen. So ein Monitor wollte ich eigentlich noch bei uns aufs Bett drauf machen, weißt du? Damit man oben ins Fernseher gucken kann. So, das ist Rüstung, alte Rüstung. Man kann es auch trashen, sehe ich hier gerade. Send to trash, wenn ich hier alte Hosen zum Beispiel. Kann ich einfach zerstören, im Prinzip. Das sind nochmal so Doors, setze ich auch hier rein. Ich hole uns übrigens Dirt, ganz viel Dirt, dass wir oben die Bäume pflanzen können und unser Zeug einfach anpflanzen können. Ich hätte 480 hätte ich schon da. Ach so, stimmt, wir haben ja eh vorhin schon Unmengen geholt. Habe ich da jetzt... Oh, ich hab 922 schon dabei und ich stelle mich da oben buddel. Okay, komme. Da reicht für eine Truhe schon fast gar nicht aus, für das ganze Forschungszeug, was es da gibt. Okay, 119 Trippen. Tausche ich mal kurz aus mit dem Eis. Dann kann ich hier ein bisschen weiter bauen. Baue ich das hier mal so schräg runter. So, wenn ich jetzt hier die Erde reinpflanze, haben wir ein wunderschönes Feld. A wonderful, wonderful Feld.
So, irgendwas stimmt hier nicht. Was denn? Hier die Treppenkonstruktion. Ne, ich muss hier nur kleine Sachen verändern. Ich habe da irgendwie... Habe ich Shep weitergebaut. Das war ja noch eine Ho. So. Oh, ach, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Normalerweise müsste es doch irgendwie anheften oder so. Das muss da dran. Das musst du richtig da dran und nicht falsch. Oder so. Oh, ich muss mal kurz auf mein... Wo ist mein Handy? Ich muss meine Freundin abholen. Oh. Wie sieht's aus? Ah, gut, okay. Ja, weil ich mein Handy ganz weit weg hab und sie mich schon 20 Mal angerufen hat, dass ich sie abholen soll, gibt es ganz viel Ärger. Ja, okay, jetzt ist alles im grünen Bereich. Kann ich hier schön weiterbauen. So, das sieht schon mal wesentlich besser aus, oder? So generell hier die Bude. Sieht fett aus. Ich glaube, das werde ich auch noch abändern, dass es hier eine Tür gibt. Deswegen werde ich hier die Plattform noch ein bisschen erweitern. So. So. Dann nehme man aus dem Rucksäckel diese komischen Stahlplattformen. Ich tausche das mal gegen die Erde aus. Guck mal, ich mache hier unten auch eine Plattform drüber erstmal. Da können wir uns dann durchplattformen hier. Wir können uns eine Plazenta bauen. Ja, lass es uns tun, Jonathan Freaks. Hallo. Was ist das für ein Geräusch? Wom! Er greift ins Tor. Welcher Hackedüttel? Ein Mensch namens Hackel Schorsch. Hello, my name is Hickelschiss. Was nehmen wir da für ein Gate? Vielleicht. Vielleicht. Das hier. That would be amazing gate. Oh, das sieht aber scheiße aus. Das sieht nicht so gut aus. Warum kann ich es überhaupt nicht platzieren? Why can I not platziere it? King Placerade. Karotte? Ah, das kann sein, weil das als Treppe zählt, dass ich auf Treppe so ein Gate nicht platzieren kann. Kann sein. Ah, das ist natürlich schade. Kann man das unterbauen?